So, hallo zusammen. Wir haben hier eine schöne Dampfwalze vom Willescom Angebot. Wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen. Das schöne Modell heißt D365, ist eine Dampfwalze vom Willesco. Wir haben das gute Modell auch wieder komplett zerlegt, alles überprüft, den Kessel neu abgedichtet. Wir fahren jetzt momentan wieder mit Gas. Wir haben einen Keramikbrenner eingebaut. Der Brennschieber ist natürlich dabei. Wir haben nur das Dach abgenommen zum alles testen, dass wir erstmal Kontrolle machen können, dass alles dicht ist. Sicherheitsventil haben wir ausgetauscht, das ist perfekt, das macht erst bei 1,6, 1,7 Bar auf, habt ihr genug Druck zum Fahren. Wie gesagt, die originale Pfeife liegt dabei. Und ich muss da sagen, zum Testen haben wir jetzt so ein Druckbarometer angeschlossen. Wir haben jetzt gleich 1 Bar, dass wir mal einen Überblick haben, was wir für einen Druck fahren. Also ich persönlich fahre immer gern mit so einer Anzeige, da hat man ein bisschen mehr Kontrolle. Auf Wunsch könnt ihr das dabei kaufen, normal gehört es nicht dabei. Aber wie gesagt, wenn ihr euch meldet, gut, die Dinger kosten halt 25 € mit Adapter. Dann könnt ihr das gerne dabei kaufen. So, wir wollen jetzt mal einen Test machen, wie gut es läuft. Weil die läuft wirklich super. Wir haben auch bis 2 Bar abgedrückt. Das ist kein Problem. Wir wollen jetzt gerade mal das Gas ein bisschen abdrehen, sonst wird er zu heiß. Oder zu viel Druck dann, wie gesagt. Die läuft wirklich sehr schön. Der Kessel ist super dicht. Wie gesagt, es war auch alles auf Schauglas, neue Dichtung rein. Aber da geben wir uns immer sehr viel Mühe. Wirklich in tadellosem Zustand. Und auch wenn ihr später was habt, dann könnt ihr euch jederzeit melden, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, wir testen unsere Modelle immer sehr lange. Wir entkalken die ganzen Modelle auch mal, weil leider nicht immer jeder destilliertes Wasser nimmt. Da muss man alles reinigen und sauber machen. So, wie gesagt, wir haben hier auch wieder einen Antrieb. Wir haben auch wieder so ein Gummi drauf gemacht, weil es immer heiß wird. Und für die Kinder machen wir immer so ein. Ja, das ist so wie so eine Gummischutzkappe, dann wird das nicht so heiß, da könnt ihr dran packen, da verbrennen sich die Kinder die Finger nicht. Jetzt wollen wir mal gerade testen, wir schalten das mal dazu. Aber es funktioniert wirklich alles tadellos, das Schwungrad eiert auch nicht, ich bin sehr zufrieden. Wir haben auch alles schön poliert, das ganze System wurde mal eingeölt, abgestimmt. Wir werden sie auch jetzt lange laufen lassen zum Testen. Wie gesagt, den Kessel haben wir ja rausgehabt. Wir haben wirklich alles abgedichtet und kontrolliert und nochmal nachgelötet, dass der wirklich super dicht ist. Da steckt schon viel Arbeit drin. Aber viele im Netz, da sind die Kessel leider undicht oder da muss man halt was tun dran. Ne? So, wir wollen mal ein bisschen Gas geben. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Druck. Jetzt wollen wir das Gas ein bisschen aufdrehen. Wie gesagt, die meine Videos kennen, die wissen, ich mache eigentlich nur die Videos, dass ihr seht, dass alles funktioniert. Und auch wenn ihr später was habt, wie gesagt, ihr könnt euch jederzeit melden, das ist kein Problem, da wir diese Modelle selber reparieren mittlerweile. Es gibt ja leider sehr wenige, die noch Kessel löten oder halt so Dinger zerlegen oder wenn was kaputt dran ist. Na gut, einer muss tun, ist ein schönes Hobby. Wir werden diese schönen Modelle wieder herrichten, dass sie wieder aussehen wie neu und alles tadellos funktioniert. Und hin und wieder muss man halt auch mal Teile investieren, da kommen auch neue Teile rein. Na gut, so, wir schalten jetzt den Antrieb wieder aus. Da braucht ihr hier nur das Rädchen rummachen. Wir wollen jetzt mal das Gas ein bisschen aufdrehen, wir haben jetzt ein bisschen schwach. Dass wir gleich mal ein bisschen Betriebsdruck haben hier. Wir haben das Modell jetzt nur aufgebockt, es rutscht schon wieder runter gerade, dass sie halt das Rad drehen können. Wir können es wieder runter machen. So. Aber ich will es jetzt nicht in der Wohnung fahren lassen. Aber ihr seht, es funktioniert tadellos. Wir können ja mal andere Richtung probieren. Und ihr könnt später nochmal Gummireifen kaufen, ihr könnt dann Netz kaufen. So, lassen wir es andersrum nochmal. So, nochmal andersrum. Halt. Wie gesagt. Ja. Ja, jetzt kriegt sie langsam wieder Druck. Wie gesagt, mit der Druckanzeige ist wirklich prima Sache. Wir haben gleich wieder 1 Bar. Dann habt ihr schöne Kontrolle. Und das Ventil macht ja, wie gesagt, früh noch auf, da passiert nichts. Aber ich persönlich nehme die Dinger mal dabei, weil dann habt ihr bessere Kontrolle, habt dann Übersicht, was ihr für einen Druck fahrt. Aber gut, das müsst ihr entscheiden. Ne? Wie gesagt, die Pfeife lege ich dabei. Das wird alles montiert. Die wird gleich nochmal ordentlich sauber gemacht. Und wie gesagt, dann kommt die gleich bei eBay Kleinanzeigen. Und es ist wirklich ein schönes Geschenk. Und
Sieht auch wirklich schön aus. Wir machen auch genug Bilder gleich rein, dass ihr seht, wie sie aussieht. Jetzt habe ich hier eine kleine Lenkung dran, da könnt ihr hier lenken beim Fahren. Und ich kann jedem empfehlen, beim Spielen immer das Dach ablassen, weil dann kommt ihr besser dran, auch zum Ölen, hier auch mit dem Lenkrad. Weil wenn ihr später das Dach drauf habt, ihr kommt ja kaum dran. Da kann man so eine Verlängerung kaufen, das ist so eine Vorrichtung, da könnt ihr auch von Weitem lenken, das ist eine prima Sache. Da müsst ihr halt im Internet mal ein bisschen schlau machen. So, jetzt haben wir gleich 1,5 Bar, ich drehe mal das Gas wieder ein bisschen runter. So, läuft wirklich prima, bin sehr zufrieden. Wie gesagt, wir werden es auch gleich wieder ordentlich sauber machen. Durch das Einöl spritzt das doch ein bisschen, da muss man halt danach wieder ein bisschen putzen. Ja, läuft sehr gut. Bin sehr zufrieden. Ist ein schönes Modell. So, jetzt haben wir schon 6 Minuten aufgenommen, jetzt sollte es reichen. Wir werden das nochmal laufen lassen mit dem Entkalken, dass alles sauber wird. Dann werden sie gut putzen und dann sollte es gewesen sein. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Modell und bis dahin noch. Euer Dachmaschinenprofi. Ciao. So, wie gesagt, wichtig, immer destilliertes Wasser nehmen, immer gucken, dass genug Wasser drin ist, nicht, dass der Kessel zu heiß wird. Alles klar, bis dann, euer Dachmaschinenprofi, ciao.